So könnt ihr eure Besprechungen zum ersten Mal abschließen und trennt euch wieder zumindest von Schrackne Cool, der tatsächlich aufgrund seiner nun ausgetrockneten Haut, aufgrund der Feuerschale und des generell wärmeren Klimas hier oben, wieder durch das Fenster verabschiedet. Es plumpst einmal, Wasser spritzt auf und zumindest Schrackner Kuhl hat sich von euch verabschiedet, sodass ihr keine weiteren Informationen aus Jarl-Zugott, den Krakoniern oder Wayat bekommt. Aber ihr habt noch Efanora und Nedja von Perikum bei euch, die Propräzeptoren mit ihrem Hesinde gefälligen Wissen. Nun die Frage, wie wollt ihr weiter vorgehen? Tja, vermutlich das Ganze erstmal sacken lassen für den Fall, dass uns noch Dinge einfallen. Ja, das könnt ihr auf alle Fälle tun. Ihr habt von hier aus 30 Minuten wieder bis zum Festland. Ihr könntet jetzt natürlich auch noch einen anderen Kurs ansteuern. Zumindest drängt die Zeit nicht allzu stark. Vajat auf alle Fälle noch tief unter euch und muss erkundet werden vor der Endschlacht. Aber ob das jetzt geschehen muss, ist eine ganz andere Sache. Und so könntet ihr euch auch wieder zurück Ich nach würde auf Miyamat keinen begeben. Ich würde auf keinen Fall einfach verschwinden, ohne vor Ort wem Bescheid gesagt zu haben. Weil wir sind jetzt einfach so losgefahren, ohne ein Wort der Erklärung. Ich glaube, das könnte sehr verheerend für die Truppenmoral sein und zumindest wichtige Leute sollten wissen, was wir da tun, Ja, bevor wir da ernst machen. kann ja auch sein, dass ihr nie wiederkommt, dass ihr von irgendwelchen Haien oder Seeschlangen gefressen werdet. Und dementsprechend könntet ihr zumindest Sanin oder Kukris Bescheid geben, dass ihr einen solch aberwitzigen Plan vorhabt. Aber 30 Minuten ist ja auch relativ wenig und ihr seid auch in den frühen Morgenstunden bereits aufgebrochen, sodass ihr dann ja, wieder zurückkommt und so gegen 10 Stunden dann wieder in den Hafen einlauft. Naja, Kapitana, müssen wir jetzt hier noch was erledigen oder was ist euer Plan? Ich würde Bescheid geben, was wir vorhaben, für den Fall, dass wir scheitern und auch damit es nicht den Anschein hat, als würden wir einfach verschwinden, ohne uns darum zu kümmern, wie es hier vor Ort weitergeht. Aber danach, ich denke, sehr viel besser sollte unsere Informationslage nicht sein. Ich glaube, Serpentilio ist mit allem fertig. Naja, ich wollte mich noch mal kurz am Hafen umschauen, ob die anderen Chorgeweihten schon da sind, aber ich denke, das können wir ja gleichzeitig erledigen. Ja, ich würde dann noch vielleicht so etwas wie ein Geschirr oder eine Haltestange für die Haie in Auftrag geben, dass sie uns ziehen können und wir nicht die ganze Strecke schwimmen müssen. Ich glaube, wir könnten sonst sehr erschöpft dort unten ankommen. Das könnte uns zum Nachteil gereichen. Naja, meiner Erfahrung nach ist runter sehr einfach, hoch wird das Problem. Ja, genau. Also ist es besser, vorbereitet zu sein. Und was deine Überlegungen anging, wie lange wir bis nach unten beziehungsweise wieder nach oben brauchen und so, denkst du, wir können es so, unsere Mission so starten, dass Abel, mir und Boltax zu einem günstigen Zeitpunkt unten ankommen? Oder ist das zu unberechenbar? Naja, die Problematik ist, Schrak hat ja gesagt, dass die in 8 Stunden Abständen schlafen. Ich Ja. vermute, die werden nie alle gleichzeitig wach, beziehungsweise alle gleichzeitig schlafen. Kurios, fast wie die Schichten auf einem Schiff. Na gut, dann müssen Sie wohl einfach einen günstigen Zeitpunkt abpassen und das herausfinden, wenn Sie unten sind. Wem denkst du, sollten wir Bescheid geben? Ich glaube, das könnte wieder zu einem Kompetenzgerangel ausarten. Wer weiß was und wem erweisen wir die Ehre? Ich denke, die Sanins, Kugres. Tja. Ja, wir müssen im Prinzip allen Bescheid sagen, die schon mit ordentlich Schiffen hier sind. Also die Alanfana, auch wenn der Bastard mir ziemlich auf den Keks gegangen ist. Er kann es einfach nicht lassen.
Ja, also so auf die Palme hat mich schon lange keiner mehr gebracht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, etwas fragwürdiger Humor. Und er ist auch nicht so charmant, wie er denkt, er ist. Aber naja. Dafür ist er reich und hat die richtige Familie. Ja, und er ist ein wichtiger Verbündeter. Die Frage ist, was kann Schlimmes geschehen, wenn das Wissen, was wir tun, in die falschen Hände gerät? Der Feind hat ja seine Agenten und sowieso schon vor Ort. Die Details unseres Plans werden wir nicht verraten. Also können wir es im Grunde allen unseren Kapitänen sagen, oder? Ja, würde ich auch vermuten. Ich denke, nee. Was wir vorhaben, ist ja auch nicht besonders überraschend. Nach dem, was wir in der Vergangenheit schon getan haben, vermutlich nicht. Für alle anderen wäre es wohl überraschend. Gut, dann werde ich mich darum kümmern, dass hier kein Durcheinander entsteht. Und deponiere vielleicht auch die Eckdaten dessen, was wir von den Heilreitern erfahren haben, für den Fall, dass jemand anders aufnehmen muss. Ja, sehr vernünftig. Ja, aber wenn das geschehen ist, hat es wohl nicht mehr viel Sinn, lange zu zaudern. Machen wir uns an die Arbeit. Jawohl. Ich höre und gehorche. Ja, damit könntet ihr im Prinzip den Kapitän hier auch eure Expertise vermitteln bzw. erzählen, was ihr denn vorhabt, und geht dann so von Kapitän zu Kapitän, von Taverne zu Kontor, bis ihr alle abgeklappert habt, die wichtig sind. Und bevor ihr dann wieder zurück an Bord der Avianda geht, könnt ihr sehen, wie euch Mondino Yamotazzi, der Magister Magnus Clausavant, hier hinterher eilt. Signorina, scusi. Hochgelehrter Herr. Ah. Hattet ihr Erfolg mit dem Herrn Kommandanten? Wie meinen? Oh, ich dachte, Boltax hätte euch gebeten. Nicht so wichtig. Ah, worum geht das? Ja. Ich habe ihn von seinem Schamanenfluch befreit. Das ist so korrekt. Signorina. Ich komme, weil Rafik ibn Dahmani, mit dem ihr eben gesprochen habt, er sagte kurz einmal, was ihr vorhabt. Er sprach mit mir und Valpo Monsanares, aber mir kam die Idee, wie wäre es, wenn ich euch mit etwas Tarnillusionen ausstatten könnte? Ich bin dafür informiert worden, dass ihr nicht über solcherlei Zauber verfügt. Selbst eure Druide Geode Boltax nicht. Ist das korrekt? Nicht in größerem Umfang. Aber mir ist ein wenig in der Kunst der Illusion bewandert. Über wie lange könnt ihr so eine Illusion aufrechterhalten? Wir rechnen damit, dass wir mehrere Tage dort unten sein werden. Madame, Signorina, über welchen Zauber sprechen wir hier? Ich kann euch eine harmlose Gestalt anbieten, eine Ignorantia, eine Impersona. Die Schelmenmaske, ein Transmutare wäre durchaus zu teuer. Visibili würde nicht lange genug halten und die Adlerschwinge würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde vermuten, eine harmlose Gestalt wäre die weiseste Entscheidung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ihr dort unten dann wirken werdet, da ich auch nicht genau über die Kultur der Krakonier informiert bin. Wisst ihr was? Ich danke euch erst einmal für euer Angebot und schlage vor, dass ihr mich begleitet, damit wir das mit der vollen Runde besprechen können. Oui, Madame. Dann gehen wir auf eure Schiff, die Avianda, und dann werden wir dort besprechen. Ich wollte euch nur dienlich anbieten, die Hilfe von Rafik ibn Dahmani. Es soll nicht heißen, dass die Sulman al-Nasuri sich
nun auch diesen Konflikt heraushält. Wenn ihr mögt, Signorina, ich werde auch mein Leben in die Waagschale werfen, wenn ihr denn möchtet. Ich glaube, nach einem Tag sollte man den Zauber wiederholen. Dann würde ich euch begleiten und ihn ein weiteres Mal wirken. Mais oui, wir gehen auf eure Schiff, Madame. Dann nehme ich ihn mit auf die Avianda und rufe wieder alle zusammen. Was ist denn jetzt schon wieder? Der gute Herr Magister ist mit einem Vorschlag an mich herangekommen. Es sieht so aus, als würde es sich auszahlen, dass wir unser Wissen mit unseren Kapitänen teilen. Denn nun, sie können durchaus etwas zu unserer Mission beitragen. Wir hatten doch bedauerlicherweise festgestellt, dass es wohl schwierig wäre, uns als Krakonier auszugeben. Nun, vielleicht gäbe es da doch eine Möglichkeit. Oder vielmehr mehrere, wenn ich das recht verstanden habe. Magister? Merui, ich bin selbstverständlich ein brillanter Hellsichtsmagier. Ja, wir alle wissen. Ich kann selbstverständlich auch nun in die Trickkiste greifen. Ich denke, eine harmlose Gestalt, wie ihr angeboten habt, wäre sicher eine gute Möglichkeit, um uns in die Stadt hineinzubringen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man unter diesem Zauber nicht wirklich mit jemandem reden oder verhandeln, oder? Weil sie einen nicht beachten? Nein, das funktioniert, glaube ich, anders. Du erscheinst nur wie etwas Ungefährliches, aber gerade wenn die Kultur ja auf Konflikt und Kampf ausgelegt ist, ob wir dann ungefährlich erscheinen wollen, ist nun mal die andere Frage. Es könnte sein, dass man uns dann dieser perreine Variante zurechnet, dass wir als Bauern oder der Gottheit gesehen werden. Oder als Sklave. Ein Riffusklave. Naja, die Frage ist, ob wir sowas darstellen wollen. Nun, wie ich den Zauber verstanden habe, speist er sich aus dem Unterbewusstsein des Betrachtenden und geht deshalb auch nicht gegen die natürliche Resistenz gegen Magie. Man kann damit sehr leicht täuschen. Ist das nicht so? Ich halte selbstverständlich diese dulamitische Zauberkunst der Bosbaranischen und dem Erbe ihrer Magierkaste für untergeordnet, aber die Dulamiden haben das eine oder andere der Illusionen. Sie vermögen es. Oui. Nun, es wäre eine Möglichkeit. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es uns, vielleicht nicht harmlos, aber wie normale Krakonier erscheinen zu lassen? Nun, das ist nicht der Adlerschwinge, das ist eine Transmutare. Sehr, sehr teuer. Da würde ich euch tatsächlich nicht begleiten und es ist schmerzhaft. Diese Verwandlung sowohl hin als auch zurück ist schmerzhaft. Das ist die gute alte bosbaranische Kunst, müsst ihr wissen. Ja, weil es sich um eine echte Verwandlung handelt, nicht um eine Illusion, oder? Oui, wir brechen eure Knochen oder stauchen und strecken. Ich fürchte nicht den Schmerz, aber ich hatte schon einmal eine Verwandlung, die sich dann nicht mehr recht zurückbilden. Nicht so wichtig. Diesen Weg würde ich, denke ich, nicht an erster Stelle wählen. Nun, dann gibt es natürlich die Möglichkeit der klassischen Illusion, oder? Eine Ignoranz, ja, wenn ihr so möchtet. Damit würdet ihr tatsächlich in der Masse untergehen. Das wäre das, was Sylamin eben sagte. Oui. Nein, ich dachte nicht an den Ignoranz, ja. Ach Gott, das, was Schelme machen, wo sie einem zum Beispiel ein Bild vorgaukeln oder ein Geräusch oder... Abelmir hat damit mal einen Drachenschrei gemacht, glaube ich. Aber ist das geeignet, um Personen zu tarnen? Nicht wirklich. Es eignet sich mehr für, nun ja, bewegliche Bilder, aber nicht für bewegliche Personen.
Boltax, ich dachte, ihr seid ein Gelehrter des Orasreich. Nicht ein Illusionsgelehrter, es tut mir leid. Nun, aber ihr seid ausgebildet im bosporanischen Erbe. Selbstverständlich. Dann müsst ihr doch wissen, dass das nicht auf Personen zu legen ist. Sondern dass der Auris Nasus nur auf, Lüft, auf Lüft wirkt. Er hat in Belhanka gelehrt. Ja, genau, Belhanka. Dort ist man etwas anders spezialisiert. Oui, aber es ist das Bosporanische Reich. Es ist, wir reden hier nicht von Aranien oder von Kynchon. Naja, manchmal sagt Boltax auch Sachen, um zu gucken, ob ich ihn dann korrigiere. Boltax bringt mir ganz viele Dinge bei, müsst ihr wissen, aber das habe ich jetzt nicht gemerkt, Boltax. Nicht? Nee. Baffim, das war doch so offensichtlich. Ja, gut. Ich lüge den Mann natürlich offensichtlich an. Ich habe nicht auch eine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, er scheint das aber zu fressen, weil, das Horasreich ist natürlich den Thulamiden überlegen und wenn Boltax da jetzt studiert hat, dann muss er das ja eigentlich wissen. Okay. Das ergibt Sinn, Rafim, was ihr sagt. Ja, es tut mir leid, ich habe nicht richtig aufgepasst. Also, ihr seid so ein Illusionsfatzke. Richtig? Ich bin Magister Magnus Clara Observantia. Ich durchschaue Illusionen. Ich kann alle Illusionen durchschauen und kann sie deshalb auch gut wirken. Versteht ihr? Es ist so, wie kenne deinen Feind. Oui, Monsieur. Ja, sehr gut. Also, dann ist das doch bestimmt am besten, aber mir für euch beide, oder nicht? Nun, ich beherrsche selber die Ignoranz hier. Aber für euch wäre die harmlose Gestalt, glaube ich, ein gutes Mittel, um hineinzugelangen und dort zu agieren. Aber ich möchte mit Valtor auftauchen und drei Kragonia zerreißen. Ich denke, da wird meine Gestalt nicht mehr viel ändern an dem Moment. Mir fällt gerade noch etwas ein. Gibt es nicht noch einen Zauber, der nun uns erscheinen lässt wie tatsächliche Gestalten? Nun, wir könnten zwei von den Heireitern kopieren. Ginge das nicht? Ich weiß gerade nicht, was ihr meint. Den Duplicato? Nein, irgendwas mit I. Imago. Nein, nicht Imago. Das war der, wo man ein Bild von sich ganz wo weit anders erstellt, glaube ich. Nein, Impersona heißt er, glaube ich. Impersona? Den sprach ich doch an. Oh. Tatsächlich? In Persona, ja. Oui. Nun erinnert aber nur eure Gesichtszüge. Ihr hattet ihn mir gegenüber erwähnt. Verzeiht, Senior. Ich sprach mit der Kapitana im Vorfeld. Und da hatte ich den in Persona sowohl die Schelmenmaske erwähnt. Oui. Und was macht die Schelmenmaske? Diesen Zauber kenne ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dies ist. Da müsstet ihr euch noch kostümieren. Das kann ich nicht, aber sicherlich findet ihr hier im Hafen einen Kostümbildner. Wie gesagt, dieser Zauber wirkt nur eine Erinnerung des Gesichtes, nicht der ganzen Person. Oui, deswegen müssten wir euch noch in die passendere Gewandung quetschen. Ich glaube, mit meiner Größe wäre das tatsächlich einfacher als für Abelmir. Oui, ihr seid sehr dick, Monsieur. Mhm. So ein. Und wie wollt ihr eure Hände und eure Füße tarnen? Handschuhe. Aber das ist etwas für einen Maskenbilder. Ich schlage nur die verschiedenen Zaubermöglichkeiten vor. Wenn ihr ohne mich runtertauchen möchtet, dann sei euch das unbefangen. Aber Rafik bat meine Hilfe an, beziehungsweise ich bat meine Hilfe selbstlos an, wie ich bin. Ah, ihr wollt uns begleiten. Das hätte meine nächste Frage jetzt ausgehebelt. Ansonsten hätte ich nämlich gefragt, ob ihr den Zauber überhaupt so lange aufrechterhalten könnt. Aber oui, umso besser. Ich werfe mein Leben in die Waagschale. Oh, sehr gut. Wir sollten ihn auf jeden Fall mitnehmen. Nun, dann sollte er wohl eher euch begleiten. Denn wie Rafim sagt, mitbringt, dann ist wohl jede Form der Heimlichkeit hinfällig. Das stimmt. Nun, dann
Könnt ihr euch leise und heimlich bewegen? Ich bin mir nicht sicher. Heimlich, ich frage hier nicht, ihr seid ihr ein guter Schwimmer. Heimlich, Monsieur. Er greift sich an sein Barett, zieht es sich ab und greift dann auch an seine Haare, reißt die ab und du kannst sehen, dass er wohl eine Perücke getragen hat. Darunter hat er wohl blonde Haare anstatt den langen braunen und streicht sich einmal durch seinen Spitzbart. Monsieur, ich bin Orasia. Wir bekommen Heimlichkeit mit der Milch, mit der Muttermilch eingetrichtert. Das müsstet ihr aber wissen. Nun gut, wenn wir auffliegen. Mäh, was ich nun an Land, selbstverständlich. Aber wenn es nun zu Schwimmern geht und zu Tauchern, ich kann nicht leise sein unter Wasser. Wie stellt ihr euch das vor? Das ist etwas, das nicht mit der Muttermilch gegeben wird, Monsieur. Ich wollte euch auf die Gefahren hinweisen, dass es sein kann, dass wir euch eventuell zurücklassen müssen, wenn wir auffliegen und ihr nicht heimlich genug seid. Monsieur, ich bin ein Zauberer mit der Kunst des alten bosbaranischen Erbes. Ich werde nicht zurückgelassen. Nun gut, ich lasse euch zurück. Wenn ihr das sagt. Ich wollte euch nur darauf hinweisen. Es ist eure eigene Gefahr. Nun, Monsieur, wie ich bereits sagte, mein Leben in der Waagschale. Nun dann? Dann bilden wir den Stoßtrupp und die anderen kommen eine Tide später nach. So soll es sein. Wann wollen wir loslegen? Glaube, je eher, desto besser, oder? Dann geben wir Paligans oder Murudals Sendboten weniger Zeit, seine Vorbereitung zu treffen. Das ist wahr. Trotzdem sollten alle gesättigt und ausgeruht sein, wenn wir uns auf diese Mission begeben. Vielleicht sollten wir uns eine Karte zeichnen lassen von unserem Krakonia-Freund, wo die einzelnen Tempel zu finden sind, damit wir, nun ja, vielleicht einen festen Treffpunkt vereinbaren können. Nun, wir haben schon die verschiedenen Ebenen eingezeichnet, ganz grob. Ich weiß nicht, ob wir das noch genauer hinbekommen, aber wir können das natürlich versuchen. Ihr werdet doch schon mal in dieser Stadt. Man muss doch wissen, wo die einzelnen Tempel sind und wie sie sich zueinander befinden. Dass wir zumindest einen groben Überblick haben. Sie scheinen sich auf unterschiedlichen Höhen zu befinden. Also diese Relation ist klar. Aber worüber wir nicht gesprochen haben, diese Stadt muss ja auch noch gewöhnliche Wohnhäuser oder was auch immer man unter Wasser braucht haben. Also ich kann euch das gerade schon einmal auf der Karte skizzieren. Das war im Prinzip durch seine Erklärung wurde das eigentlich klar. Ganz weit draußen sind die Sklaven und die Bauern. Also ganz weit hinten draußen, so weit entfernt vom Krater wie möglich. Dann findet ihr dort auch die Schlafgrotten und die Brutgrotten, den Laichtempel. Also da, wo gebrütet wird, da, wo der Laich liegt, da, wo neue Krakonier geboren werden, bevor sie dann in die eigentlichen Kasten einsortiert werden, beziehungsweise die Bauern sind sowieso da draußen und die bleiben auch da draußen. Höchstwahrscheinlich, wenn die Priesterkasse sich fortpflanzt, dann wird das eher im Inneren passieren. Und dann gibt es hier die Muschelpaläste der Priesterkaste, die dann ja da auch noch weiter von Balana oder sowas gepflegt werden. Das heißt, Balana ist ja auch entweder draußen oder hier ganz oben, sodass dann eben auch die Priesterkaste hier gepflegt werden kann von Balana. Und dann geht es dann eben an den großen Spalt, wo dann die verschiedenen Stufen darüber entscheiden, wie mächtig du bist. Also das wurde aus der Beschreibung im Prinzip klar. Genauer wird das nicht. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns draußen treffen bei den Balanas, bei den Bauern. Ich würde sagen, das klingt vernünftig, aber so viel Aufsehen, wie Rafim gerne erregen möchte, werdet ihr uns wahrscheinlich ohnehin finden. Ja, das ist das Ziel. Wir
Wir sollten trotzdem einen Treffpunkt vereinbaren, falls irgendetwas schief geht, wo wir uns versammeln können. Wie haltet ihr es mit dem Schiff? Wenn etwas schief geht, dann treffen wir uns auf dem Schiff. Dann müssen wir auftauchen, wie heruntertauchen.